pro Jahr, was man damit erzeugt, wozu das reicht. Das sind ca. 90 Millionen Waschgänge mit 60 Grad Celsius mit einer normalen Waschmaschine. Das heißt, ein Motor kann schon ordentlich etwas liefern. Wir sind mal wieder auf dem Gelände vom HKW in Cottbus. Es ist eine Menge los hier, trotz Corona. Große Gerätschaften bewegen sich. Wie ist denn der aktuelle Stand beim Umbau Richtung Gas? Man sieht auch, was auf der Baustelle in den letzten Wochen oder Monaten passiert ist. Hier lief die Arbeit trotz der Corona-Krise weiter. Und was wir heute haben, der erste Motor wurde in seine Zelle geschoben und das ist ein Herzstück der Anlage, einer von fünf. Für uns ist das ein großer Tag. Natürlich gibt es auch Bauarbeiten am Gebäude, an anderen Anlagen, aber wenn der Motor selbst kommt, ist das eigentlich ein Meilenstein für das Ganze. Und weswegen wir besonders froh sind, dass der Motor sich auch nicht oder die Auslieferung nicht verzögert hat durch die Corona-Krise. Wir hatten durchaus, oder die Logistikfirma hatte durchaus Vorteile, dass die Straßen leerer waren als vorher. Die Schwertransporte dürfen nur zu bestimmten Tageszeiten fahren und nur bestimmte Strecken. Natürlich, wenn diese Strecken leerer sind, hat man Vorteile. Und die Logistik ist jede Stunde, die man einspart oder jeder gefahrene Kilometer mehr, ist bares Geld. Wo kommen die Motoren her? Also wir haben ja heute den ersten da gesehen, der ist so groß wie ein Schiffsmotor. Ja, das ist die gleiche Technologie. Das sind in der Tat ähnliche Motoren wie Schiffsmotoren. Der Motor kommt aus Jembach in Österreich. Die Firma ist Inyo Jembacher. Das ist einer von den großen Motorenherstellern weltweit. Da gibt es vier oder fünf, die ordentliche Marktanteile haben und Inyo Jembacher ist einer davon. Dann machen wir es mal greifbar. Was kann jetzt so einer von diesen Motoren? Insgesamt die fünf können ja bestimmt dann mehr. Ja. Technisch heißt das 10 Megawatt Leistung hat der Motor. Umgerechnet heißt das, wir haben versucht so pro Jahr, was man damit erzeugt, wozu das reicht. Das sind ca. 90 Millionen Waschgänge mit 60 Grad Celsius mit einer normalen Waschmaschine. Das heißt, ein Motor kann schon ordentlich etwas liefern und der produziert nicht nur Strom, sondern Strom und Wärme gleichzeitig. Das ist ein Riesenvorteil. Also insgesamt 50 MW, wenn ich jetzt richtig zusammengerechnet habe? Genau. Das sind ca. 50 MW und die Speicher, die Sie vorhin gesehen haben, die reichen für 6 Stunden einer Produktion, das heißt 300 mWh thermisch. Bedeutet, wenn alle 5 Motoren 6 Stunden arbeiten und man gar nichts ins Netz abgibt, kann man 6 Stunden Arbeit speichern und dann später abgeben. Das ist der Vorteil an einem Speichersystem. Das ist ein Riesenvorteil, nur die Speicher sind auch eine logistische Herausforderung, weil die auch 99 Tonnen wiegen, über 30 Meter lang, 5,70 Meter breit sind. Das heißt, wie Sie sehen, wir haben hier nur große Anlagenteile, große LKWs und große Maschinen. Und das ist auch die Herausforderung, dass teilweise bis 150 Menschen mit großen Maschinen an einer so kleinen Baustelle gleichzeitig arbeiten. Bis jetzt hatten wir auch keine Unfälle und kein gar nichts und das spricht auch von der Qualität der Planung bzw. der Überwachung. Um das vielleicht auch mal greifbar einzuordnen, was braucht denn Cottbus so an Wärme? Also wann sind die so richtig auf Volllast und wann nicht? Das ändert sich. Am allerkältesten Wintertag reichen die 5 Motoren natürlich für die Wärme nicht aus. Allerdings sind die im Sommer zu viel. Das heißt, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. In den meisten Jahreszeiten reichen diese 5 Motoren, um Cottbus mit der Wärme zu versorgen. In den wenigen Tagen, wo dies nicht ausreicht, haben wir Verträge mit DELEAG für die Lieferung der Energie. Und wir haben noch eine redundante Anlage, die auch über Gas geht. Das sind die Spitzenlastkessel. Damit kann man auch. Das heißt, die Wärmeversorgung von Cottbus ist definitiv gesichert. Der Kostenrahmen, alles geblieben bisher? Ich glaube, 70 Millionen waren es insgesamt, ne? Das waren in der Summe 75 Millionen Euro Projekt. Und alles ist bis jetzt geblieben. Und was uns besonders freut, zumindest Stand heute, nach den ganzen Rechnungen durch die Corona-Krise haben wir auch keine großartige Zeit verloren. Das heißt auch, das, was uns Corona negativ beeinflusst hat, ist unsignifikant. Da sprechen wir von Tagen und nicht von Monaten. Das heißt, wann ist Fertigstellung geplant? Sommer 21 ist die Fertigstellung geplant, so wie es jetzt aussieht. Und heute haben Sie den Baufortschritt gesehen und meine Erleichterung sehen Sie mir auch an. Rückt dieser Termin immer näher und scheint auch eingehalten zu werden. Und das ist für so große Bauvorhaben nicht unbedingt selbstverständlich. Bis dahin läuft es weiter mit Kohle, ne? Mit Wirbelkohle. Nein, der Kohleteil musste bis jetzt schon ausgeschaltet werden.
weil Teile von der alten Anlage für die neue Anlage benutzt werden. Dementsprechend wurde der Kohleteil ausgeschaltet, hier wird gebaut, langsam wird auch das andere erschlossen und ab 21 läuft es dann praktisch alleine von diesem Standort hier, den wir hier hinter uns sehen. Kohleteil bleibt dauerhaft aus. Aber ist das jetzt vom Netz oder habt ihr noch Gas? Kohleteil ist vom Netz. Ja. Jetzt wird mit Gas bzw. Mit dem Dienstleistungsvertrag der LEAG auch die Wärme geliefert nach Cottbus. So, dann weiter, unfallfreie Baustelle. Dankeschön.